Ich sag's mal so, wenn jetzt mein Zug fährt, den ich jetzt nehmen muss dahin, dann renne ich auch im Notfall zum Bahnhof, ja, da bin ich dann sehr schnell. Wow, Tino, ja. Wow. Tino, hast du schon mal davon gehört, dass es Leute gibt, die sich gerne einen Hamster in den Arsch stecken? Ja. Ja. Aber nur bei Rammstein im Song Echt? Ich tu dir weh. Echt? Kenne nicht. Wünsch dir was, ich sag nicht nein und führ dir Nagetiere ein. Mhm. Schön. Habe ich persönlich keine Erfahrungen gemacht mit Tieren in meinem Darm, aber vielleicht ja du vielleicht ein bisschen mehr. Nee, ich habe aber das öfter mal gehört, dass der ein oder andere Arzt halt diese Emergencies hatte in der Notaufnahme, halt Leute, die einfach mal fucking Hamster im Arsch haben. Oder sich Sachen in die Harnröhre einführen. Ja. Das ist aber nicht gut. Alter. Kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht nicht so gut ist. Ja, man sagt ja immer, erlaubt es, was gefällt, aber so Sachen wie Sachen sich in die Harnröhre reinschieben oder sich fisten, das ist gar nicht so gut für den Körper, tatsächlich. Naja, also ich kann mir schon vorstellen, dass spätestens, wenn du dann irgendwie ein paar Jahre älter bist und du so ausgeleiert bist, dass dann halt einfach nur alles rausfällt. Aber es ist echt so, dass das... Dass sich bei Frauen zumindest sich ausleiert, vorne auch, nee, ist das so? Nee, davon. Also hinten weiß das ich das. Das ist ja auch schon. Ich rede jetzt wirklich, wenn du hier so einen Analpenetrator 8000 hier reinballerst, ja? Ja. So. Das kann doch nicht. Also, zum Schließmuskelkater. Das schafft man ja nicht von heute auf morgen. Da muss man ja wahrscheinlich ein bisschen viel trainieren. Du musst klein anfangen, ja. So. Im besten Fall. Ja. Und das heißt auch, dass das nicht wieder von heute auf morgen wieder zurückgeht. So. Wenn es halt einmal so ein bisschen lose ist. Naja, also ich dachte, wenn du dir hinten etwas einführst, ja, dass das schon irgendwie dann so ein bisschen auch ausgedehnt bleibt. Aber die Frage ist bei einer Frau zum Beispiel, ob... Nein, die Vagina ist ja vielleicht eher dazu gemacht, dass sie, weißt du, sie muss ja auch, die Hüften verschieben sich ja auch so ein bisschen, wenn das Kind rauskommt. Ja, aber wenn jetzt zum Beispiel eine Frau einen Freund mit einem sehr großen Penis hat zum Beispiel, ob ihr nächster Freund hat einen sehr kleinen Penis zum Beispiel. Ob sie sich dann weniger oder umgekehrt. Ich glaube, da ist der Unterschied so marginal und vaginal, dass man das nicht merkt. Also ich glaube nicht, dass das... Ich weiß es nicht. Ich rede jetzt wirklich von so einem... Weißt du setzt dich jetzt auf so einen Poller drauf zum Beispiel. Ja. So ein richtiges... Was ich eigentlich sagen will, gibt es nicht nützlichere Dinge, die man mit einem Hamster anstellen kann? Wie zum Beispiel die in ein Hamsterrad reinzusetzen. Oh, da ist die Überleitung. Aber auch das ist natürlich nur eine Metapher. Es geht natürlich um das uns allen bekannte Hamsterrad, der ewig gleiche Trott im Alltag. Und dieses Thema hat sich Barilla Pesto gewünscht. Ein sehr treuer Twitch-Zuschauer und Patreon-Supporter und alles einfach nur gut an dieser Person. Bei diesem Namen bekomme ich immer Hunger auf Spaghetti. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das so ist. Fun Fact, in fucking Rom haben die Dinger 40 Cent gekostet, diese Packungen. Die kosten hier 1,50 oder so. Das ist halt ein Werksverkauf dort, ne? Ja, also Rom ist normal, ja quasi, ja, die Stadt der Spaghetti. Nudeln. Alle Nudeln führen nach Rom, sagt man sich ja. Ja, so geht das Sprichwort. Wir haben einen Hörerwunsch erhalten, liebe Leute. Vielen Dank, Barilla Queso. Barilla Pesto fürs Kaufen dieses Hörerwunschs. Yum, 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 denn yum. Das supportet unseren Podcast ungemein. Wenn ihr es ihm gleich tun wollt, schaut mal bei YouTube vorbei. In der Videobeschreibung seht ihr einen Patreon-Link. Und wenn ihr dort 20 Euro überweist, macht es, solange es nur noch 20 Euro sind. Vielleicht sagen wir irgendwann, jetzt sind wir so bekannt, jetzt machen wir 50 Euro. Let's see. Dann könnt ihr einfach ein Thema bei uns kaufen und wir werden vermutlich jeden Mittwoch dann, wenn wir dann ein Thema haben, einen Podcast zu eurem Thema hochladen. Angebot und Nachfrage. Ja. Und ich würde meinen, das Thema so einsteigen, dass wir zwei... Zur Seite, damit man dann, man steigt zur Seite ein, dann läuft man immer nur geradeaus und dann dreht sich das. So ist das. Ja. Und zwar ist es ja so, dass wir zwei ja jetzt nicht die typischen Lebensläufe haben. Ja. Wir sind ja jetzt nicht diejenigen, die jetzt jeden Tag die gleiche Arbeit haben, von Montag bis Freitag und von 9 to 5 im Büro sitzen. Ja. Ich schon ein bisschen eher. Ich habe ja schon immer so neben meinem Schauspielkram immer schon halbwegs seriöse Jobs gehabt. Aber auch ich hatte ein Jahr lang oder mehr als ein Jahr seriöse Arbeit, Tino, ja? Dein FSJ, ja, gut, komm. Hallo? Wenn du rausgeflogen bist. Ja, hallo? Ja, doch, du hast auch Erfahrungen darin. Aber und auch ich war in der Schule. Das ist auch schon lange her. Das war Folter.
Ja, was auch Frauen dürfen, bei uns schon lange, ja, auch in der Schule. Ich würde aber, bevor wir das zu sehr in die Richtung machen, ich würde, ja, das Hamsterrad auch gar nicht so krass in die Richtung nur verstehen. Nein, nein, das ist ja auch, ich wollte so einsteigen. Okay, sehr gut, ja. Weil, und wir kennen uns ja jetzt schon so 2-3 Jahre, kennen wir uns ja jetzt schon besser so. Ja. Und ich habe ja auch Leute in meinem Freundeskreis, die Fans von dir sind oder die deine Videos schauen. Oh, Alter, heute erst der Postbote aufgemacht und sie guckt mich so an. Was denkst du, was sie gesagt hat? Bist du nicht der Mimi? Auch gut, nein. Sie hat gesagt, sind sie nicht der Lustige mit dem Klo? Ja, der bin ich, der Lustige mit dem Klo. Ich habe ein Klo zu Hause, sie nicht. Ja. Nee, aber ähnliches ist mir auch letztens passiert. Da habe ich gerade mit jemandem telefoniert und da kam halt mein Pizzabote, der mir Pizza bringt, und der guckt mich mit großen Augen an. Oh, hallo Tino. Ich kenne ihn halt nicht. Oh, guten Appetit. Schmecken lassen. Guten Appetit. So, und der war auch, er kannte mich halt und meinte, oh, tolle Partei und so, finde ich voll lustig, hab ich gewählt. Und das fand ich auch sehr schön. Jedenfalls. Ja, du bist ja auch so ein Hans Dampf in allen Gassen, da muss man ja erstmal überlegen, woher kennt er mich jetzt? Echt so, wenn mich Leute ansprechen, auch dein Kumpel hier, der mich immer auf der Straße angesprochen hatte. Genau der. Ja. Ein anderer. Er meinte, er kennt mich so. Und wo ich immer erstmal frage, woher eigentlich? So, bist du politisch interessiert? Hast du mich im Theater gesehen, im Film oder anderswo? Und, Pornografie! Und richtig. Ja. Jedenfalls, wenn mich die Menschen nach dir fragen, ist immer so die Frage, wovon lebt denn der eigentlich? Was macht denn der eigentlich? Gute so? Gute Frage. Macht der echt nur jedes das? Mal, wenn ich Steuererklärung mache, frage ich mich das auch. Wovon lebe ich eigentlich? Du sagst halt immer, ja, Robin macht halt nur das. Er hat seine Patreonis, die ihm Geld spenden. Dankeschön, liebe Patreon-Supporter. Er hat YouTube-Einnahmen und wir sind der beste Podcast hier im Radio. Aber er hat jetzt keinen festen Job. Er ist halt ein YouTube-Influencer. Ich bin ein freier Künstler, ein lieber freier Tino. Künstler. So steht es geschrieben beim Finanzamt. Und dann kommst du halt sehr oft in dieses Gespräch von wegen, was macht denn der Robin mal in 20 Jahren? Was macht denn wenn er 80 ist? Und da, also wenn er 40 ist. Und auch ich stelle mir die Frage, stimmt eigentlich? Weil es gibt ja viele in deiner Branche, die sich nebenbei noch was aufbauen, wie jetzt irgendwie eine Filmproduktionsfirma oder Immobilien kaufen. Und da will ich dich jetzt einfach mal fragen, als Hobbyjournalist. Ja. Wo siehst du dich denn in 10 Jahren, Robin? Was machst du denn dann? Das kann ich dir nicht sagen und so habe ich mein Leben lang nicht gelebt und so werde ich wahrscheinlich auch jetzt nicht anfangen mit Leben. Ich sage nicht, dass das gut ist oder clever oder was auch immer. Bisher hat es ganz gut funktioniert, kann ich mich nicht beklagen. Ich bin natürlich nicht reich, ich habe nie die Ambition gehabt, reich zu werden. Mal gucken. So. Nee, nicht reich werden. Aber glaubst du, dass du mit 42 immer noch vor Twitch sitzt und die Leute entertainen kannst? Also, dass du es kannst, ist keine Frage. Guck dir Achim Bubert an. Wie alt ist der da? Macht das auch gerade. Echt? Ja. Okay. Ich kenne ihn nur durch Herodes, keine Ahnung. Ja. Aber also ich finde das jetzt auch nicht so schlimm, wenn Leute das machen, die halt einfach älter sind oder so. Ja? Mhm. Die Rocket Beans sind halt auch 42 teilweise. Daniel Schröckert ist, glaube ich, 44 oder so. Ja, genau. Also es ist auch eher dein Ziel, dass das Nostrabimus-Universum so ein bisschen aufzubauen, dass du halt gar nicht mehr so viele Sorgen haben musst, finanzieller Natur. Dass es sich etabliert. Nee, ich versuch das so lange durchzuziehen, bis das bedingungslose Grundeinkommen kommt. Oh, ja. Wenn das wirklich, alleine wenn es 1.000 Euro wären, hätte ich schon mehr, als ich jetzt habe, ja. So. Wenn es 1.500 wäre, alter Schwede. So im Monat. Was ja jetzt eigentlich von vielen auch gefordert wird, weil es halt realistischer ist und hat man ja mit München und so. Aber ich mache da jetzt nicht so den Plan. Aber ich bin halt auch genügsam, zur Not muss ich halt irgendwo in einem Zelt leben. Das ist ja auch so ein Ding, ja. Wenn das irgendwie kommt, dass du alles verlierst, so. Das befreit ja auch irgendwie ein Stück weit. Wenn die große Tatortrolle kommt, darfst du gerne auf meinem Küchentisch schlafen. Oh, das ist sehr nett. Das ist sehr nett. Aber ich. Ja, also ich hoffe ja, dass ich jetzt zumindest nicht auf der Straße lande, dadurch, dass man ja auch viele Leute kennt. Weißt du, dass wenn ich jetzt von heute auf morgen, warum auch immer, wirklich aus der Wohnung fliegen würde oder was auch immer. Das, irgendein Sexismus-Skandal oder sowas. Zum Beispiel. Alle hassen dich. Aber wirklich, so denke ich halt
Eher nicht. Und da bin ich dann doch eher der Joker, der als Hund dem Auto hinterher rennt, nicht weiß warum, sondern halt einfach tut, was er gerade machen möchte. Und du hast ja dann auch in dem Sinne auch ein anderes Hamsterrad, ja, als andere. Für dich ist ja das also nur objektiv gesehen das Hamsterrad, dass dein Tagesablauf jetzt nicht immer gleich ist, aber du hast schon auch deine Regelmäßigkeiten, wie jetzt, du hast deine Mittwochstreams. Da wollte ich aber so auch drauf hinkommen, so ein bisschen, kommen wir gleich an eine Sache, die ich zumindest erwähnen wollen würde. Also, ich fühle mich gerade, davon abgesehen, dass ich operiert werden muss an mehreren Stellen, und übrigens Weisheitszähne habe ich im letzten Podcast gar nicht erwähnt, hatte auch auf dem CT gesehen, dass die völlig schief sind, wo mir seit Jahren mein Zahnarzt sagt... Deine Zähne? Meine Weisheitszähne. Ach so. Meine Weisheitszähne. Sagt mir seit Jahren mein Zahnarzt, sagt, das ist ganz entspannt, die kommen ganz gediegen raus und ziehen, finde ich immer nicht so gut. Seit Jahren erzählt er mir das. Ich hatte jetzt zweimal auch richtig hart Schmerzen, wo ich dann auch kurz vorm 48-Stunden-Stream übelst Zahnschmerzen gekriegt habe, war ich dann bei einem anderen Zahnarzt spontan, weil der nicht da war. Und die haben dann auch gesagt, oh, das muss auf jeden Fall raus. Dann war ich wieder bei dem, dann hieß es, oh nee, ach, die kommen ganz schön raus. Und auf dem CT sieht man halt, wie schief die da in meinem Gebiss drin. Also mehrere Baustellen. Aber darüber hinaus fühle ich mich halt sehr fit. So, habe ich auch schon öfter gesagt, gut, meine Lunge ist gerade auch nicht auf der Höhe. Aber insgesamt fühle ich mich wesentlich fitter als noch vor, ich weiß nicht wann, diese richtig harte Tiefphase irgendwie, als dann auch angefangen hat, Nostrafo TV an Relevanz und Klicks zu verlieren, weil ich einfach eine Zeit lang nicht so viel machen konnte, weil ich sehr... irgendwie abgekackt bin einfach, weil ich mich gefühlt habe wie ein Rentner, weil halt meine Lunge noch exponentiell viel schlimmer gefaucht hat als jetzt. Wirklich, dass du dich einfach fühlst wie, oh Gott, wo soll das noch enden? Und dementsprechend fühle ich mich wesentlich fitter. So. Aber ich denke mir halt, okay, weiß nicht, ab welchem Punkt wirst du wahrscheinlich nicht mehr Fortschritte machen, was jetzt, nehmen wir mal Skaten zum Beispiel als Beispiel. Da habe ich jetzt die letzten Jahre auch immer weiter Fortschritte gemacht. Aber ab irgendeinem Punkt, weiß ich nicht, 36, 38 vielleicht, wo Fußballer auch aussteigen, wobei ich auch jetzt, wie heißt er, so ein geiler Skatermann, so ein Indianer, wie heißt er, ich komme gerade nicht drauf, Rodney Mullen, Day One Song ist halt auch richtig hart dabei, Tony Hawk. Ich dachte gerade an Tony the Hawk. Nee, Tony Hawk auch. The Hawk wegen Indianer und so, der heißt ja immer so komisch. Ja, stimmt. Tony Hawk und Tony the Hawk aus Indiana. Selbst Tony Hawk, der ist ja auch 50 oder über 50 mittlerweile, der ist ja auch noch fit so. Aber ja, ich denke mir, ab irgendeinem Punkt wirst du halt vermutlich nicht mehr besser, jetzt rein physisch. So. Ja. Und da denke ich mir, ganz arrogant, und das denkst du dir da ja bestimmt auch, ja, vielleicht kannst du dich jetzt mal outen, dass du das auch so denkst, dass ich nicht die einzige arrogante Sau bin. Da denke ich mir halt, dass ich als Person vielleicht sehr viel Potenzial habe. Ja. Das klingt so ekelhaft, wenn man das so sagt. Oh Mann. Ich denke mir halt, so ein fucking Luke Mockridge, den ich super uncool finde. Aber nicht mal, der ist auch nicht das perfekte Beispiel. Ich bin halt so ein Gesamtpaket. Ja. Ich kann jetzt vielleicht nicht super geil, ja. Ich bin nicht irgendwie der Allerbeste oder sonst was, aber ich habe halt ich bin halt relativ sportlich, ich kann Lieder schreiben, ja, ich bin super witzig, ja, ich mach Wortspiele und so, ich kann vielleicht auch, okay, Gitarre spielen und, weißt du, so ein Bundle, so alles so ein bisschen. Ja. Und gibt's jetzt vielleicht nicht allzu oft. Also gibt's schon vielleicht... One of a kind. Mann, ich hab's echt schwer, so arrogant über mich zu reden. Du hast ja schon recht, also es gibt ja so Menschen, die sind einfach gemacht für Entertainment, ja, die sind nicht dafür gemacht, im Büro zu versauern, die gehen halt nach vorne, ja. Ja, aber ich wollte auch gar nicht aufs Büro hinaus, sondern das ist halt für mich der einzige Grund, bei dem ich halt so denke, müsste nicht irgendwie... Na, das gefördert werden. Ich krieg's nicht ordentlich. Das ist halt auch so ein Ding. Das ist eine Sache, die mich hart zurückhält. Das hat Kalle auch so, sich selbst so irgendwie zu verkaufen. Das widert mich so richtig an. Ja, es ist leider sehr wichtig, aber es ist sehr schwer. Aber weißt du, was ich meine? Ich mach's halt immer so ironisch, um auf diesem Weg irgendwie das zu versuchen hinzukriegen. Barilla Pesto, wir sind jetzt noch nicht ganz bei deinem Thema. Wir kommen da gleich hin, keine Sorge. Aber es führt schon dahin irgendwie, ja. Wenn man es so ironisch sagt, so, ah, ich bin der Geilste, guck mal, was ich jetzt hier wieder Geiles gemacht habe, guck mal, wie langweilig die ganzen Twitch-Streamer sind und was das alles für Pussys sind, oh, die erlauben nur keine Links und die erlauben, und so auf diesem ironischen Weg, ich bin der Allergeilste, so. Auf diesem Weg versuche ich es eher als jetzt zu sagen, so Real Talk, guck mal, wie geil ich bin, müsste das nicht viel mehr gefördert werden, wie geil ich bin, so. Das ist halt so ein bisschen eklig. Aber das ist der Punkt, bei dem ich sage, scheiße, vielleicht... Müsste man da, warum kommt hier nicht, aber das ist ja Quatsch, natürlich kommen die nicht auf dich zu, warum kommt nicht ProSieben auf mich zu und sagt, hier, mach mal eine Fernsehsendung, weil meine Fresse, mit dir kann man ja alles machen. So. Das ist eben etwas, was man als Künstler, weitestgehend, was wir ja so vielleicht sind,
was man im Kopf wissen sollte. Also man darf sich nicht unter Wert verkaufen. Man muss seine Qualitäten kennen und wissen. Man darf aber nicht anfangen, von sich zu denken, man wäre der Größte. Aber man bekommt es ja ganz oft auch gesagt. Also ich weiß nicht, ob es bei dir genauso ist. Aber ich habe ja schon als Kind Theater gespielt. Ich habe schon Filme gedreht. Und ich habe selbst, als ich vor vielen Jahren mal eine Musical gespielt habe, da hatte ich eine Hauptrolle. Da haben selbst die Eltern der anderen Kinder gesagt, dass ich der Beste im Stück war. So. Ja. Und neben ihren Kindern so, ja, also Anna war schon toll, aber Tino, wow. Also der hat mich schon umgehauen. So. Und du kriegst ja von allen Seiten mit, oh, wie gut man ist, so, weißt du? Und daran muss man eben arbeiten. Man darf eben nicht anfangen, von sich zu behaupten, öffentlich, dass man der Geilste ist. Sowas wie hier, wie heißen die Gallagher-Brüder machen von Oasis. Der eine, da fühlt sich doch Liam oder ja, Noel ist das, der Noel, sich halt für den größten Wichser hält, ja, also positiv den, mit dem größten Penis hält. Der größte, also andere wichsen ihn quasi. Richtig, andere wichsen ihn ab so. Und das kann ich überhaupt nicht leiden. Man kann es für sich wissen, wie du es gerade formuliert hast. Naja, ich finde mich auch ziemlich unterhaltsam und sehr, sehr talentiert. Aber vor allem sage ich immer, naja, ich tue immer so, als könnte ich irgendwas, aber ich kann es eigentlich gar nicht. Aber ich weiß in meinem Kopf drin, ich bin schon ziemlich geil. Ja, also ich finde wirklich diese ironische Schiene so ein bisschen oder halt diese überspitzte Schiene. Also, weil ich ja auch, ne, zum Beispiel Mathe, ist ja offenes Geheimnis, dass ich Mathe einfach nicht so kann, so, ja. Aber wenn Nein. ich das dann halt so darstelle, als jetzt, komm, pass mal auf, ich erkläre dir das jetzt mal, ja? Ja. So, und auf diese Schiene ist es für mich auf jeden Fall angenehmer, aber so kannst du ja nicht an irgendwelche Firmen rantreten. Ach, guck mal, ich bin übrigens der Geilste, ich weiß es nicht. Aber ja, doch, ist das auch eine Sache, auf die ich keinen Bock habe. Ist es wichtig, dass du deine Vorteile verkaufst. Ja, das ist ja richtig, aber dann ja schon eher seriös als, übrigens, ich habe hier so einen Haken bei mir an die Decke dran gehangen, guck mal, ich habe da eine Installation gemacht, wie geil ich bin. Ja, so. Aber es geht schon sehr auch um Selbstbewusstsein zu haben. Damit habe ich jetzt nicht so das Problem. Ja. Es geht eher nur um dieses sich so, ich bin der Geilste, guck doch mal, so verkaufen halt. Aber das ist halt zum Thema, warum wir halt keine normalen Jobs haben. Bei mir ist es ja so. Auch Barilla Pesto sollte sich nicht unter Wert verkaufen. So ist es. Und es gibt ja Menschen, die haben einen geilen Job, verdienen viel Geld, aber sind gar nicht so happy. Und sie ziehen das dann lange durch. Einfach, weil sie diese Sicherheit haben. Ja, sie haben halt ein geiles Auto, sie haben eine coole Wohnung oder sogar ein Haus, aber wollen eigentlich gar nicht mehr in dem Job arbeiten. Und da stellen wir uns die Frage und auch ihr euch vielleicht, was macht man dann? Ich sag jetzt ich weiß nicht, ob Barilla Pesto jetzt da irgendwie gerade besorgt ist oder nach irgendwas sucht oder so, oder für alle, die jetzt zuhören, ich sag meine Meinung dazu. Ja. Das habe ich jetzt angekündigt wie MCM. Das Ding ist meine Meinung. Nein. Der Punkt ist, du brauchst etwas, nicht was dich glücklich macht, weil das ist viel zu schwammig, das kannst du nicht greifen und es ist auch kein Dauerzustand, es gibt nicht dieses Glücklichsein. Das, was man meiner Meinung nach braucht, ist etwas, was sinnstiftend ist. Denn, wenn du jetzt zum Beispiel anschaust, jemand, der ein Kind bekommt, das einem eigentlich den ganzen Tag nur auf den Sack geht, der ist aber trotzdem glücklich, einfach weil er halt dieses Sinnstiftende hat. So. Und wenn du eine Arbeit hast, bei der du das Gefühl hast, das bringt nichts, das macht nicht irgendwas besser oder sonst irgendwas, dann wird dich das ziemlich sicher nicht glücklich machen, sage ich. So, deswegen, ich weiß nicht, wie viel ich da, also ich kenne eine Person, die halt was macht, was eigentlich cool ist, aber sie macht es für Leute, die dumm sind, sozusagen. So, und deswegen macht es die Person nicht glücklich. Oder es ist halt nicht sinnstiftend, weil man meint, okay, ich mache hier gerade was ich eigentlich gerne mache, aber es bringt nichts, weil das total dumme Scheiße. Also stell dir vor, du müsstest irgendwie, AfD-Wähler betreuen. Keine Ahnung. Nee, das ist falsch. Du müsstest im Altenheim arbeiten und das sind alles Nazis oder so. Keine Ahnung. Nee, es reicht schon, wenn du in der Bank arbeitest. Ich habe es jetzt versucht, für dich irgendwie zu münzen, weißt du. Nee, es reicht schon, wenn du, als Anwalt eines Unternehmens arbeitest, du bist eigentlich ein grüner oder Umwelttyp, aber musst für eine Firma agieren, die eigentlich voll die Umweltverschmutzung betreibt zum Beispiel. Ja, das ist halt schon ein relativ extremes Beispiel. Aber es geht halt auch softer, aber ich glaube, es ist einfach so dieses Gefühl, du musst haben, was ich hier tue, hat in irgendeiner Form Sinn. Und das ist bei sowas wie YouTube oder halt auch bei dir bei Schauspiel wahrscheinlich relativ einfach, weil du siehst halt, okay, Leuten gefällt das, es ist sehr direktes Feedback, also hat es in irgendeiner Form Sinn. So, ich sorge dafür, dass andere eine bessere Zeit haben, als sie es ohne das hätten, vermutlich. Ja. So.
Und deswegen ist es irgendwie sinnstiftend und deswegen komme ich halt auch klar, ohne jetzt hier groß Geld zu haben. Ich habe halt im Grunde kein Geld. Hm. Ich hole mir halt Essen und das war's. Und hin und wieder mal was, was ich so für die Arbeit brauche. Hm. Und deswegen glaube ich halt wirklich, dass Geld da nicht so eine Rolle spielt. Auch wenn es immer so ein dahergesagter Spruch ist. Natürlich ist es nicht negativ, wenn man mehr Geld hat. Ja. Das ist immer gut, weil dann kann man auch mehrere geile Sachen machen. Das ist, aufgrund des Systems, weil, was wir ja haben. Ja, ja, ich will ja jetzt auch nicht sagen, oh, Geld ist übel scheiße und so. Das ist ja auch dumm. Das ist Bullshit. Hm. Geld macht nicht glücklich, ist in irgendeiner Form auch Bullshit, weil Geld kann natürlich dabei helfen. Deswegen sage ich, bedingungsloses Grundeinkommen, kommen wir auch dazu, zum Hamsterrad. Hm. Das könnte nämlich dabei helfen. Denn warum befinden sich viele Leute in so einem Hamsterrad? Weil sie sich gar nicht leisten können, was anderes auszuprobieren. Ja. Wenn du aber eine Sicherheit hättest von zum Beispiel 1500 Euro jeden Monat, komplett ohne Abzüge erstmal, bar auf der Hand, dann könntest du dir es leisten, einfach mal was anderes auszuprobieren. Und dann könntest du erfahren, okay, das ist nicht mein Fall. Oder okay, es ist übelst geil. Hm. Und so kommst du aus einem Hamsterrad raus. Aber wenn du wirklich so denkst, okay, wenn ich jetzt einen neuen Job anfangen möchte, muss ich meinen alten aufgeben und wenn das dann irgendwie scheiße ist, dann bin ich da wieder gefangen. Also ist man so gelähmt, dass man es gar nicht erst probiert. Hm. Und das ist halt erstmal vom System aus, auch wenn das ja auch wieder so plakativ ist, System, das böse System, finde ich auch nicht so geil, aber stecken wir halt schon so ein bisschen drin. Ja. So, aber andererseits gibt es natürlich auch das Hamsterrad, finde ich, von der Person selbst ausgehend, dass man so sagt, so sich nie was traut zum Beispiel. So, weißt du? Da gibt es eben das große Wort Mut. Ja, dass man mutig ist. Habe ich noch nie gehört. Echt nicht? Mut. Mut. Wie schreibt man das? Das ist wie Wut, nur ist das mit was die Kühe machen? M. Mut. Okay. Ja, genau, das ist das. Ja. Und ich glaube, dass man auch mal im Leben ein Risiko eingehen muss. Weil ich stelle mir oft die Frage, wie schaue ich auf mein Leben zurück, wenn ich mit im besten Fall 100 Jahren im Sterbebett liege. Und wenn ich dann nur vor Augen habe, wie ich ein schönes Haus hatte und jeden Tag das gleiche Spiel gespielt habe, dann denke ich mir doch, was habe ich aus meinem Leben gemacht? Aber wenn du es wenigstens versucht hast, ja, du hast versucht, irgendwie Schauspieler zu sein und du hast versucht, ein YouTube-Star zu werden, ja, du hast es irgendwie versucht, dir einen Namen zu machen, dann ärgerst du dich weniger. Und ich will halt nicht im Sterbebett liegen und mich fragen, was habe ich aus der Zeit gemacht? Wieso habe ich die Person nicht angesprochen, die ich attraktiv finde? Wieso bin ich nicht mal nach Kuba geflogen, hab da Urlaub gemacht oder so? Und auch wenn man scheitern kann, aber wir sind zum Glück in einem System oder in einem Staat, der einen auffängt. Selbst wenn du jetzt deinen tollen Job kündigst, dich selbstständig machst als Model, YouTuber, Schauspieler und es klappt halt nicht. Selbst dann wirst du wieder aufgefangen und du kannst auch immer noch dann wieder arbeiten, deinem alten Job, vielleicht nicht in dem gleichen, aber du kannst auch wieder einsteigen irgendwie. Und irgendwas passiert immer. Ich finde Sicherheit immer weniger attraktiv, als halt ein geiles Leben zu führen. Mhm. Auch wenn ich jetzt keine Drogen nehme und jetzt nicht irgendwie bergsteigen gehe, aber so ein bisschen was erleben und was sehen und von Leuten gesehen zu werden, das ist, finde ich, ist für mich erstrebenswerter als ganz safe immer Geld zu haben und immer ein Haus und einen Hund. Hm. Brauche ich halt nicht. Ich würde das halt auch echt eigentlich gar nicht an Erfolg binden, so. Nee, also, das muss kein Erfolg sein. Also, auf dem Sterbebett musst du halt auch nicht sagen, oh, guck mal hier, was ich erreicht habe, finde ich. Nein, der Versuch reicht schon aus, dass du glücklicher bist oder dass du weniger enttäuscht von dir selbst bist. Du hast es versucht. Hat nicht funktioniert. Der Punkt zum Beispiel ist ja eine Geschichte. Ja? Was ist eine Geschichte? Eine Geschichte ist eigentlich immer irgendwas, wenn was dazwischen kommt. Wenn irgendwas schief geht, wenn irgendwas, weißt du? Was unvorhergesehen ist. Ja, genau, das sind Geschichten. Eine Geschichte ist nicht, ja, dann habe ich geplant, den Job so zu machen und dann habe ich den Job so gemacht. So. Das ist ja keine Geschichte. Nee. So, und deswegen ist ja gerade das eigentlich das Geile. So. Ich habe zwar 12 Semester studiert, aber ich mache jetzt was ganz anderes irgendwie. Ich bin jetzt auch Schauspieler geworden. Ich bin jetzt doch hier am Theater oder sonst was. Das ist eben viel spannender, diese Geschichte. Da kommen wir aber auch zu dem Punkt, den ich für mich ansprechen wollte. Hamsterrad und so. Ich habe so wenig, also verhältnismäßig, so wenig feste Termine. Und trotzdem geht es mir schon ziemlich auf den Sack. Ja. Und da geht es mir nicht speziell auf den Sack, dass ich jeden Mittwoch 20 Uhr streamen muss oder jeden Montag 20 Uhr streamen muss oder jeden Freitag 13 Uhr in der Regel hier sein muss, ja, sondern einfach die Masse aus allem, dass ich das halt jede Woche wieder habe. Zum einen, weil es sich halt dadurch repetitiv anfühlt und zum anderen, weil ich auch das Gefühl habe, dass die Zeit so ein bisschen schneller vergeht. So, ist auch irgendwie so ein Punkt.
Ein Hamsterrad kann ja weil auch ich ja, ein großer Fan von Spontansein bin, mhm, ja, und nicht irgendwie jeden Scheiß planen, weil dann wirst du eh nur enttäuscht, weil es kann nicht immer so kommen, wie du es planst. Jo, Tino, wir fahren gleich nach Berlin, willst du mitfahren? Ja, genau so das. Was zum Beispiel. Ja, so, wir würden in 5 Minuten losfahren. Hast du Bock? Ja. Alter, ja, und wir haben das mit Amsterdam damals gemacht, mhm, ja, und da haben wir einen Facebook-Post gemacht. Wir sind zu dritt im Auto, wir fahren jetzt gleich nach Berlin, früh um 6 oder so, hat jemand Bock mitzukommen? Mhm. Der gute Benny S., sagt halt, yo, ich bin gerade vom Feiern aus dem C-Keller hier auf dem Weg nach Hause. Ich komme mit. Mm, so, weißt geil, du? Geil, ja. So, und dann, ey, ich muss aber ganz kurz noch zu Hause zwischenhalten. Ich muss noch was holen. Mm. Was denkst du, was er geholt hat? Keine Unterwäsche. 2 Wegbier, genau. Das war sehr gut. Ja, man, sowas liebe ich. Sowas ist einfach großartig. Ja, ist es auch tatsächlich. Und so ein Hamsterrad kann ja auch einen Reiz haben für viele Menschen. Es gibt ja auch dann die Menschen, die schaffen sich ja Gemütlichkeit und Sicherheit. Genau, absichtlich so ein Hamsterrad, ja, dass sie wissen, da können sie nicht rausfallen. Es ist vielleicht immer das Gleiche jeden Tag. Ich habe von Montag bis Freitag meinen Job immer. Ja, und das aber, genau aber der das Abend, meine ich. Aber der Abend gehört mir. Das sind dann vermutlich die Menschen, die dann irgendwie mit 60 oder sagen, oh, guck doch mal, wie schnell das Leben vergeht. Mhm. Weil wenn du zurückguckst, ist das natürlich eine graue Masse, die da passiert ist. Richtig, genau, so. Ja. Aber da muss man halt auch dazu sagen, auch hier, oh, System, bla bla, ne? Aber mhm, das ist ja. Und so alt ist es noch gar nicht. Seit der Industrialisierung ist dieses Arbeitnehmer-Arbeitgeber-9-to-5-Ding so wirklich mhm, da. Davor, ne, hat halt jeder seinen Acker bestellt und so. War jetzt auch nicht unbedingt besser. Aber dieses, vielleicht, dieses Konzept, was wir jetzt gerade haben, so mit diesem, ich gehe an einen Ort, verrichte Arbeit, gehe wieder weg, das ist gar nicht so alt. So. Aber es hat schon tendenziell mehr Sicherheit gebracht den Leuten, dass sie ja, doch ihre klar, Arbeitsverträge haben. Natürlich. Sie haben erstmal ihre Rente, es ist nicht viel, aber es gibt eine Rente. Und davor muss man sich nicht mehr fürchten, dass man halt gar nichts mehr hat. Nee, ich sag ja auch gar nicht, dass es nur schlecht ist. Ich hab so viele Vorzüge nicht, die andere haben, die halt einfach eine fucking Arbeit haben. Weißt du? Ja. Und, aber auch ich erwische mich manchmal bei diesem Gedanken, komm, scheiß auf diesen ganzen Kunstkram. Ich suche mir jetzt einfach einen Fulltime-Job und enjoy mein Leben einfach mit, dass ich halt am Wochenende irgendwie feiern gehe oder dass ich ins Kino gehe, ja, das mir du, Netflix-Serien anschaue. Das wirst aber, du, denke ich mal, ein Jahr oder so genießen und dann. Und dann halt nicht mehr. Genau, ja, das ist das Ding. Es gibt so Tage, Wochen, wo ich mir denke, ach Gott, ich habe keinen Bock mehr zu Castings zu gehen. Ich habe keinen Bock mehr, irgendwie erfolglos zu sein. Aber auf der anderen Seite will ich es lieber versuchen, als halt in einem Hamsterrad drin zu stecken. Hm. Und mein Hamsterrad ist vielleicht zu Castings gehen zu müssen, mich jede Woche neu zu erkundigen. Wo sind Castings? Wo kann ich mich bewerben? Wo kann ich spielen? Und so weiter und so fort. Also haben wir ja alle unser eigenes Hamsterrad. Und die Frage ist, ob wir uns darin halt wohlfühlen oder halt nicht wohlfühlen. Hm. Ich finde, das Thema ist halt auch mit Hinblick auf so wie Klimawandel zum Beispiel, ist halt auch ein Riesending. Wenn du dir überlegst, dass, also sagen wir jetzt mal so, wir wissen alle, dass Fliegen an sich nicht so geil ist. Ja. Ja? Aber kannst du jemanden irgendwie sagen, oh, das ist aber jetzt voll gemein, wenn der halt sein ganzes Jahr lang immer wieder die gleiche Scheiße schuftet und dann sagt, mhm, so, jetzt habe ich hier einmal eine Woche Urlaub, jetzt will ich aber auch mal in der Sonne in Spanien mhm, irgendwie am Strand liegen. Naja, es geht aber nicht darum, dass jetzt alle nicht mehr fliegen sollen, es geht nee, nur um die Masse geht's. Ja, ja. Ich meine nur, aber ja, dass gerade durch dieses Hamsterrad halt, da hat ja keiner Motivation, das drückt einen halt einfach runter, da hat ja keiner Motivation, jetzt irgendwie noch mehr aufzugeben ja, für eine größere Sache. Das auch noch, ja, kein Plastik mehr kaufen. Jetzt habe ich das ganze Jahr geschuftet und mhm, jetzt darf ich nicht mal mehr Urlaub machen. Kann man doch absolut verstehen, wenn man so mhm, argumentiert, oder nicht? Doch, kann man auch. So, und ja, das ist halt nicht geil. Was könnte hier helfen? Warte mal, bedingungsloses Grundeinkommen vielleicht? Es hört sich echt an wie eine Grundlösung, ne, von vielen Problemen, die wir haben. Es schafft auch neue Probleme. Man kann es einfach auch mal testen. Ja, sehe ich auch so. Es wird auch seine Nachteile mit das sich bringen. Das Geld ist ja nicht verloren, das wird ja rein investiert. Es bleibt in der Wirtschaft quasi. Es wird rein investiert in die Servo Schmedai. Es bleibt in der Wirtschaft, das Schwäbeli, ist ja die Hauptsache. Bäbeli. Ja, so. Und was machen wir jetzt für die Leute, die in einem Job gefangen sind? Was sagen wir da? Leute, das ist schon am ehesten die Definition von Hamsterrad, oder? Dass man halt irgendwie ja, sich in einem Job gefangen fühlt. Vielleicht oder halt in einem Alltagstrotz so. Ja, so vielleicht schon verheiratet sein, Kinder haben, was ja auch. Facebook was? Löschen, Lawyer ab und smack that bitch.
liest man dann immer. Smack that bitch. Naja, wenn du verheiratet bist, sollst du Facebook löschen, ins Gym gehen und dir einen Anwalt suchen und dich scheiden lassen. Ach so, nee. Ja, also ich weiß nicht. Also für viele, also wenn man mich fragt, was ich unter einem Hamsterrad verstehe, dann ist es halt, in der Ehe drin zu sein, Kinder zu haben, einen festen Job zu haben, immer den gleichen Arbeitsweg, ein Haus, eine Wohnung zu haben und immer die gleichen Umstände, immer die gleichen Wege und Schwierigkeiten, die immer neu zu klären sind. Und das kann für einen, wie gesagt, sehr angenehm sein, aber eben auch sehr monoton. Und da müsst ihr für euch wissen, liebe Leute, die in einem Hamsterrad stecken, vielleicht auch in einem ganz anderen Hamsterrad. Ihr müsst ja nicht gleich verheiratet sein und so und Kinder haben, aber sucht euch vielleicht eure kleinen Ausbrüche. Vielleicht könnt ihr mal euch engagieren für irgendwas, ja? Geht doch mal zu Fridays for Future oder geht doch mal zu irgendeinem Verein, Peter oder keine Ahnung. Peter ist jetzt nicht der allergeilste Verein. Weiß ich nicht, ist mir jetzt erst eingefallen, weil ich die wieder gesehen habe. Peter heißt, nee, warte mal, andersrum. Peter heißt Furzen auf Französisch oder so. Mit Recht. Ja. Ja, also ich weiß es nicht. Entweder sucht euch eure eigenen kleinen Ausbrüche. Also ich kenne auch Leute in der Partei, die Partei zum Beispiel. Das sind halt normale Leute, das sind Lehrer, ja, Pädagogen, die normale Jobs haben, aber so sie alle paar Jahre mal zu einer Wahl aufstellen lassen, ja, ist für die auch schon ein Abenteuer. Und es kann auch schon erfrischend sein. Und man kann ja auch dieses Hamsterrad sozusagen auch als Sicherheit sehen, ja, aber da ab und zu mal ausbrechen und das Hamsterrad mal neu streichen oder mal ganz kurz rausgehen, um dann wieder einzusteigen. Oder wenn es einfach nur ein Job ist, in dem man unglücklich ist und man das weiß, ja, dass man nicht nur irgendwie überlegt, würde ich halt einfach sagen, fuck it, mach's einfach mal. Und das sage ich, ich mag eigentlich nicht, dass irgendjemand aufgrund von mir diese Entscheidung trifft, ja, und dann vielleicht auf die Schnauze fliegt. Aber ich sag das halt wirklich als jemand, der sein Leben lang nicht wirklich, also gut, sein Leben lang, sein berufliches Leben lang überhaupt keine Sicherheit hatte. Mhm. Und es hat halt irgendwie funktioniert. Dafür bin ich übrigens sehr dankbar, alles nochmal an die Patreons und so, die das auch möglich gemacht haben. Mhm. Oder Twitch-Zuschauer, auch YouTube-Zuschauer, die zumindest bis, ich glaube, 2015 auch Werbegeld möglich gemacht haben. Mhm. Ich kann mal sagen, ich weiß nicht, ob ich sagen kann. Ich habe es immer noch nicht geklärt, aber im Jahr 2018 zum Beispiel habe ich auch mehrere Millionen Aufrufe im Jahr gehabt, so mit YouTube. Und es waren weit unter 1.000 Euro, die dadurch die Werbeeinnahmen reinkamen. So. Das ist schon unfassbar. Und ne? Wenn man sich vorstellt, Millionen Aufrufe. Was ist halt also noch vor insgesamt Jahren? Aber in dem Jahr. Ja, ja. Nicht auf ein Video. Nee. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass da ein Millionen-Video. Ja, aber ich habe ja ein paar Videos, die durchlaufen. Aber egal, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Es gibt keine Sicherheit so, aber ich wollte mich bedanken bei den Leuten, die es möglich machen. Mhm. Aber wenn man weiß, dass man in seinem Job nicht glücklich ist, sollte man das vermutlich ändern. So. Auch wenn man dabei auf die Schnauze fliegt, vielleicht fällt man auf die Schnauze und danach schafft man eine dritte Sache und die funktioniert dann. Und diese dritte Sache hätte man nicht erlebt, wenn man vorher nicht auf die Schnauze geflogen wäre. Genau. So. Also am Ende wirst du, und das ist halt mein optimistisches Weltbild, am Ende wirst du bei irgendwas landen, wo du sagst, ich wäre nicht hier angekommen, wenn nicht das und das und das Schlechtes passiert wäre vorher. Ja. So. Immer das Beste aus den Sachen machen. Und nein, ihr müsst nicht auf uns hören, wenn wir euch jetzt sagen, kündigt eure Jobs. Wir sagen nur, wie wir handeln würden und was wir für sinnvoll erachten. Aber es ist ja für jeden sehr individuell. Ich habe es ja tatsächlich so gemacht. Du hast es ja vorhin kurz angesprochen. Ich war ja beim FSJ. Mhm. 2 Monate und es war einfach nur die größte Scheiße. Ja. Und da dann irgendwie der Vertrag so war, dass ich nicht irgendwie einfach kündigen durfte, warum auch immer, das war ganz komisch, musste ich mich dann halt feuern lassen. Das war sehr witzig, habe ich dann auch meinen Spaß draus gemacht. Das war auch lustig. Und ja, also da wusste ich dann auch nicht, wie geht's danach weiter, aber ich wusste, dass ich keinen Bock habe, hier in dieser Scheiße zu versinken. Mhm. Habe dann zum Glück halt dieses Waldorf-Kindergarten-Ding gekriegt, was halt auch super geil war. Mhm. Und es hat sich gelohnt. Deswegen, liebe Leute, denkt für euch nach, wägt ab, sprecht mit eurem Ehepartner, Ehepartnerin, weil es ist ja schon auch ein Risiko, ja, seinen Job zu kündigen. Hm. Aber ehe ihr euch verzettelt und irgendwie in eine Depression oder in ein Burnout rutscht und weil ihr euch einfach ärgert, jeden Morgen aufzustehen, dann ändert wirklich was. Es ist nicht schlimm, es ist okay. Man hat ja immer auch Angst vor gesellschaftlichen
Sanktionen, ja, dass man ausgelacht wird oder dass man beschämende Blicke bekommt, von den Eltern auch vielleicht. Ja, oh, wie kannst du deinen festen Job kündigen? Aber es ist euer scheiß Leben. Ihr lebt nicht ewig. Das Leben ist einzigartig und macht was draus. Also scheiß auf die anderen Leute, auf ihre Meinung, auf ihre Blicke. Macht einfach was Neues. Auch wenn du jetzt seit 20 Jahren gejobbt hast bei Rewe an der Kasse oder was weiß ich wo. Es ist nicht zu spät, nochmal zu studieren oder noch eine Ausbildung zu machen oder was ganz anderes Verrücktes zu machen. Macht's einfach. Kriege ich auch nicht ganz hin, das zu formulieren, aber da gab es auch so ein... Ah, oh, shit, nee, das kriege ich, glaube ich, nicht hin. Kriege ich gerade nicht hin. Was hast du zuletzt gesagt? Vielleicht fällt es mir nochmal ein. Sag's nochmal. Selbst wenn ihr bei Rewe in der Kasse seid und... Oh, fuck, da war so ein schönes und Ding. Unglücklich seid, es ist noch nicht zu spät... Ja, etwas Neues ich weiß, was ich sagen will, aber ich weiß nicht, also der Punkt war, ich sag's jetzt einfach irgendwie, ich versuch's zusammenzuwürfeln. Es ist halt so dieses Ding, irgendjemand ist halt 50 oder so und sagt, ey, ich will jetzt nochmal Penis studieren, was weiß ich, Peniskunde studieren, ja. So, und dann sagt einer, hey, aber wenn du, bis du damit fertig bist, bist du 56. So, und dann sagt er aber, ja, aber wenn ich das nicht mache, bin ich in 6 Jahren auch 56 und hab das aber nicht gemacht. Richtig. So. Das ist voll gut. Klar, man ist dann 56 und hat dann vielleicht nicht mehr die Möglichkeit, 30 Jahre oder vielleicht 30 Jahre schon noch, 50 Jahre Peniskunde zu praktizieren. Mhm. Ja? Aber man hat es trotzdem gemacht und kann es dann halt noch machen, wenn man da Bock drauf hat. Macht es auch vielleicht für euch. Ja? Ihr müsst ja nicht unbedingt dann noch ewig daran arbeiten, aber wenn es euch interessiert, macht es einfach. Ja. Vielleicht seid ihr auch noch fit mit 90 und könnt noch mit Spaß Peniskunde ausüben. Ja, ich hoffe doch. Ich drücke euch die Daumen, dass das für euch möglich ist. Ja, wirklich so dieses Ding. Mir ist auch gerade eingefallen, als ich darüber nachgedacht habe, dass wir in unserer Kapitalismuskritik, habe ich vergessen, wir hatten ja das einmal aufgenommen und dann auch so sehen, es ist irgendwie nicht gespeichert worden. Ich weiß nicht, welcher Trottel dafür verantwortlich ist. Aber in dieser ersten Aufnahme hatte ich auch noch so eine Anekdote oder so eine Metapher oder was auch immer erzählt, die dann im zweiten Teil nicht drin war. Vielleicht erzähle ich die jetzt nochmal, weil es so ein bisschen passt. Mach mal. Da ging es nämlich auch um Maximierung von Gewinnen und sowas, was wir ja heute auch schon so ein bisschen hatten. Und da ging es um einen Fischer, der am Strand liegt und in der Sonne halt sich sonnt und dann kommt einer dazu, macht Fotos und sagt so, hä, warum liegst du hier am Strand? Ist doch gerade schönes Wetter, du könntest doch fischen gehen. So, und dann sagt er aber, hä, ich war doch heute schon fischen. Mhm. Und dann sagt der andere, naja, aber du könntest doch jetzt nochmal fischen gehen, gehst halt zweimal fischen. Und dann fragt der Fischer, warum sollte ich das machen? Naja, dann hast du doppelten Gewinn und dann kannst du expandieren, dann kannst du dir eine richtig große Firma aufbauen, dann kannst du immer mehr fischen gehen und machst immer weiter. Ja, warum sollte ich das machen? Naja, wenn du das immer weiter aufbaust, dann kannst du dann irgendwann, dann arbeitet das für dich allein, dann kannst du am Strand liegen und dich sonnen. Aber das mache ich aber gerade schon. Richtig, so. Schön. Ja, und das ist so ein bisschen der Punkt. Es muss ja nicht immer die Motivation sein, irgendwie nicht das Beste, schon das Beste rauszuholen, aber nicht irgendwie, man muss jetzt nicht gucken, oh, ich bleib jetzt in dem Job, weil ich krieg halt hier gut Geld. So, bin dafür aber tot unglücklich. Ja. Such den Job, wo du dich auf einem Strand hinlegen kannst und sonnen kannst. Keine Ahnung. Oder wo du dich in der Sonne des Lebens suhlen kannst. Das geht ja immer. Ja. Aber geht vielleicht nicht, wenn du angepisst von Arbeit nach Hause kommst. Dann willst du dich vielleicht einfach nur noch auf die Couch setzen und dich berieseln lassen. Und darum geht's ja halt. Also mach doch, also im besten Fall macht man ja auch sein Hobby zum Beruf, ja. Dass man. Ja, im besten Fall, es geht nicht immer. Es können nicht alle, wie mein Opa also, sagt, es können nicht alle immer Stars wären. Nee, aber ich stehe der Sache ein bisschen kritischer gegenüber, weil schon dein Hobby dadurch ein bisschen an Reiz verliert. Also. Es stimmt zumindest nicht, dieses mach dein Hobby zu Beruf und du arbeitest keinen Tag im Leben. Das ist meiner Meinung nach Bullshit. Es bleibt Arbeit. Ich habe zum Beispiel gemerkt, Skaten, absolute Leidenschaft von mir. Seminarfacharbeit über Skaten, mir ist jetzt nicht so geil. Ja? Auch Videoschnitt mache ich an sich gerne, aber trotzdem habe ich manchmal die Phase, wo ich sage, Alter, ich habe gerade richtig keinen Bock. Ich will, dass das Video fertig ist, aber der Prozess macht mir gerade überhaupt keinen Spaß. So. Aber es führt dir zu etwas, was dich glücklich macht. Natürlich, hinterher ist es immer geil so. Das ist ja, was ich gesagt habe. Irgendwo kommst du an und die Scheiße, die dazwischen war, das hat sich gelohnt. Und wenn man aber anfängt, sieht man erstmal nur die Scheiße und nicht das, was am Ende ist. Ich hatte auch schon scheiß Drehtage, aber jeder, auch der schlimmste Drehtag ist besser als keinen Drehtag zu haben. Ich nehme immer gerne als Beispiel dieses, wenn du beim Skaten zum Beispiel auf die Schnauze fliegst,
und es gefilmt ist so. Hm. In dem Moment, wo du auf die Schnauze fliegst, ist es richtig scheiße und es tut weh und aber wenn der Schmerz weg ist, hast du halt einen Clip, wo du lustig auf die Schnauze fällst. So. Das ist eine geile Aufnahme davon. Oder wenn ich jetzt ins Krankenhaus muss, habe ich überhaupt keinen Bock, mir wieder solche 5 Meter langen Tamponaden bis in mein Gehirn stecken zu lassen. Aber wenn hinterher irgendwie meine Nase freier ist oder so, beim Riechen mache ich mir, wie gesagt, keine Hoffnung, aber weißt du, dann ist dieser Scheiß das vielleicht auch einfach wert. So. Genau. Und wenn man jetzt irgendwie seinen Job kündigt und dann irgendeine Scheiße passiert, aber am Ende kommt man bei was Gutem raus, was halt unweigerlich passiert, wenn man ein optimistisches Weltbild hat, dann ist das auch gut. Was ja auch so ein Lebensgeheimnis ist, dass man sich nicht immer so runterziehen lässt von negativen Ereignissen. Von Anfang an sagen, oh, wenn ich das jetzt versuche, dann scheitert das bestimmt. Weil dann hast du ja überhaupt nicht die Energie, das so zu machen, dass das es nicht scheitert. Das ist eine, dieses im Vornherein schon pessimistisch zu sein. Ja. Das ist die eine Sache, aber auch wenn es schon passiert ist, dass man dann sich ewig dran auffängt und dann in Depressionen versinkt. Ja. Und ich mache das immer strategisch so. Gestern zum Beispiel habe ich mir gesagt, okay, heute merke ich gerade, das mit der OP, da habe ich keinen Bock drauf, es nervt mich. Mhm. So, dann ist halt heute einfach mal der Tag, wo ich einfach mal angefressen bin. Ja. Dann stehe ich morgen auf und dann ist es aber auch wieder gut. Ja. Und hier sitze ich. Woo! Gut gelaunt. Gut gelaunt und sorgenfrei. Arbeitslos und Spaß dabei. Guck mal, wenn Vicky Wobit schon keine Angst hatte, seinen Job zu verlieren, dann habt ihr das auch nicht. Der ist ja aus Erfurt, ne? Der ist ja auch ein ganz bekannter... Geiler Typ. Satiriker, der Vicky Wobit. Aber echt hart verspannt, muss ich sagen. Aber ich auch. Ich habe auch ganz schlecht geschlafen und muss ganz komisch gelegen haben, weil ich voll die Nackenschmerzen habe. Das hatte ich neulich am Mittwoch bei meinem ersten Handstand. Das war richtig eklig. Ich habe Handstand gemacht, weil ich habe das im Stream immer. Hm. Und hat es am Hals so widerlich gezogen. Aber dann habe ich mich über die Black Roll gequält. Alles wieder gut. Es war ein sehr funnier Stream. Hm. Auch Herodes gestern, da kann ich auch schön, oh ja, schön loben, hat Spaß gemacht. Herodes alias Nougatbits, das O ist eine Null, streamt jetzt auch gelegentlich. Auch regelmäßig oder auch eher so? Ich glaube gelegentlich regelmäßig. Oder so wie ich, einmal im halben Jahr. Nee, so selten glaube ich nicht. Mal gucken, also, vielleicht hat er auch in 3, 4 Streams keinen Bock mehr, keine Ahnung. Aber aktuell. Tschüss Sabrina, unsere Praktikantin. Ja. Also unsere. Ja, unsere, die bringt uns immer den Kaffee, den wir nicht trinken. Unseren Futze-Tee. Puh, ist die. Auch sie hat ein Hamsterrad, dass sie jeden Morgen hier bei Lotte auftauchen muss und das zu einem Hungerlohn. Armes Schwein. Weil auch sie nur eine FSJlerin ist. Armes Schwein, die muss bei Radio Lotte arbeiten und die kriegt nicht mal Briefe mit Geld zugeschickt und mit netten Worten. Ja. Die ich übrigens, ich habe jetzt 1, 2 Postkarten bei mir schön an die Wand getackert in der Küche. Vielen Dank für eure Fanpost, vielen Dank fürs Kaufen eines Brennpunkt-Hörerbuches. Bei mir hängen auch 2 Postkarten von euch an der Wand, wo ich immer drauf gucke und dann mir drauf ein erfreue. Ich habe mir gestern hinweg erfreut. Ja, das Hamsterrad. Und warum ist das so? Weil Sicherheit, würdest du sagen, ist es wirklich im Menschen drin oder würdest du sagen, es ist doch sehr dem, ja, wie nennt man es? Es ist nicht per se der Kapitalismus, aber halt dieses, was ist es denn? Na, ein Grundbedürfnis ist ja schon Sicherheit des Menschen. Er will ja schon safe sein. Er will ein Haus haben, damit er nicht nass wird, wenn es regnet. Er will Essen haben, immer aber ausreichend. Der einsame Mensch, der halt im Wald wohnt, der Öff mit seinem Häuschen, hat ja seine Sicherheit in dem Sinne. Der würde ja jetzt nicht jeden Tag, na vielleicht doch, also so eine Art Rhythmus ist vielleicht auch nicht schlecht, aber der würde vermutlich nicht jeden Tag, oh scheiße, jetzt ist gleich 8, jetzt muss ich schnell hinrennen zu meinem Feuerholz hacken oder so, mach das dann 8 Stunden und geh wieder heim. Das würde der vermutlich nicht machen, jeden Tag. Der ist mit weniger zufrieden. Er steht auf und weiß, geil, ich bin keinem verpflichtet, nur mir selbst. Und ich hacke jetzt Holz jeden Morgen, weil ich es warm haben will. Das mache ich halt gerne, weil ich nicht gerne friere. Ja. Das ist ja für mich auch so dieses Ding, halt dieses Gefühl von, ach du Scheiße, ich muss 8 spätestens da sein. Ich glaube, ich habe hier einen neuen Leberfleck bekommen, sehe ich gerade. Weil du mal drauf tippst auf dein Handgelenk. Ja, heute mache ich mal echt oft. Aber holy shit, vielleicht sollte ich nicht mehr so viel in die Sonne gehen. Also, das ist doch auch neu. Oder hast du auch einen Vitamin-D-Mangel? Weiß ich nicht, gehen die wieder weg? Leberflecken, keine Ahnung. Ich glaube eher nicht. Also ich hasse auch Termine. Ich finde es ganz, ganz furchtbar, die einhalten zu müssen. Ich bin gut darin, sie einzuhalten. Ich bin sehr gerne sehr pünktlich. Zumindest, wenn ich weiß, dass ich es muss. Es ist ja auch noch was anderes, ob du das jeden Tag hast oder ob das was Besonderes ist. Wenn ich mal irgendwie einen Dreh habe und da 8 da sein muss, bin ich das ja auch gerne. Ja. Aber wenn es jeden Tag ist, dann fuckt mich das ab.
Vielleicht bin ich da auch extremer als der Durchschnittsmensch oder so, keine Ahnung, weil ich habe wirklich so ein, weißt du, ein richtig, weil gut, andere müssen halt in den sauren Apfel beißen und ich gerade nicht, aber. Ich sag's mal so, wenn jetzt mein Zug fährt, den ich jetzt nehmen muss dahin, dann renne ich auch im Notfall zum Bahnhof, ja, da bin ich dann sehr schnell. Wow, Tino, ja. Wow. Aber wenn ich jetzt in Weimar was vor Ort habe, wo ich halt um 8 da sein muss, dann bin ich auch schon mal kurz nach 8 da, wenn es jetzt nicht so schlimm ist. Wenn es keinen Unterschied macht, ob ich jetzt mal 5 Minuten zu spät bin. Zum Beispiel. Ich liebe Freiheit. Es geht mir alles auf den Sack, Alter. Es geht mir alles so auf den Sack. Ich will nicht irgendwie feste Tage. Aber für Freiheit irgendwas. Kann einen auch erschlagen, wenn du zu viel Freiheit hast. Und zu viel Freizeit. Zu viel habe ich ja nicht. Ich habe ja meine Streams, ich habe wenn ich einkaufen gehe, mich mit meiner Mutti treffe. Ne? Sonntag immer schön mittags bei Mutti. Oh, schön. Aber langsam wird es mir ein bisschen viel. Kriegst du auch Burnout? Vielleicht, es wird Zeit. Ich bin ja dann eine Woche erstmal nicht da. Was macht man da eigentlich mit dem Brennpunkt? Haben wir es schon geklärt? Machen eine vorher oder keine Ahnung. Müssten wir dann nächsten Freitag machen. Oder wir setzen mal aus Spaß. Weil Samstag fahre ich los. Ich kann auch zwei andere. Samstag? Und du kommst wann zurück? Nächsten Samstag. Ja, wir können doch. Stimmt, Alter, sind ja zwei? Nee, ein Freitag verpasse ich. Genau. Ja. Nee, ich kann einfach jemanden hinsetzen, die so klingen wie wir zwei. Einfach. Stimmt. MCM und Koma Carsten. Zum Beispiel. Ja. Fällt nicht auf. Ich sitze hier und dirigiere das ein bisschen. Alter, delegiere das. Koma Carsten hat einen Real Talk gemacht. Ne? Hätten wir eigentlich im Hauptbrennpunkt besprechen müssen. Aber Koma Carsten hat einen Real Talk gemacht, dass er es nicht cool findet, wie sein Content in den letzten Monaten verkommen ist. Und dass er nur Assis verwendet hat, um Klicks zu bekommen. Wen könnte er damit wohl meinen? Der neue Trend Ehrlichkeit auf YouTube. Noch nie gehört davon. Setzt sich jetzt vielleicht durch. Was willst du noch machen? Also noch ganz kurz zu dem Thema. Aber entwaffnete Ehrlichkeit. Da kann keiner was sagen. Stimmt. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn alle wissen, dass du lügst. Ganz viel schwarzer Humor ist ja auch einfach so. Die Wahrheit. Ohne Spaß. Also Ricky Gervais zum Beispiel, der macht das für meine Befinden sehr gut, dass er halt einfach Dinge ausspricht, die so sind, die natürlich lustig verpackt, aber im Grunde sagt er die Wahrheit. Aber weil es halt so ein Ding ist, das spricht mich als auch. Wie jetzt zum Beispiel neulich dieses Golden Globe-Ding, wo er gesagt hat, lasst mich in Ruhe, ist mir scheißegal, es war euer Freund. So, als es um Weinstein zum Beispiel ging. So, was ja einfach Fakt ist. Und dadurch ist es irgendwie, es ist halt einfach ehrlich. Der wurde ja gedeckt von diesen ganzen Leuten. Da kannst du auch nicht mehr machen, als ehrlich zu sein. Ja. Wie Jo Olli jetzt, einfach zugeben. Ja, der gute Jo Olli. Auch die haben ihr Hamsterrad, die YouTuber, die erfolgreichen. Auch die müssen ständig Klicks bringen. Bestes Beispiel Hamsterrad ist fucking, wer ist jetzt zu Twitch gegangen? Der Asiate da, der Sonic-Sprecher, der nichts kann. Julian Bum. Genau, ja. Julian Bums. Der hat ja auch gesagt so, ne? Ich habe hier jetzt hier 2 Wochen immer übelst hart am Hasseln, habe dann ein Video draußen. Und wofür das Ganze? Auch wenn er schwer krank war, er musste Videos raushauen und er kann es nicht mehr. Die Energie ist einfach jetzt raus, die Luft ist raus. Und jetzt muss die er Luft halt war Twitch ehrlich gehen. Gesagt für mich noch nie drin, aber ich weiß, dass du den ganz okay findest. Das ist ganz okay, finde ich. Ich finde halt wirklich, dass die Kameraqualität etwas blendet. Es ist halt wirklich sehr hochwertig produziert, am Standard von YouTube gesehen. Aber die Videos an sich sind selten was Besonderes. Ich sehe es ja ähnlich. Also ich sehe mir ja auch nicht mehr alle Videos von ihm an, schon lange nicht mehr. Macht ja auch keine mehr. Aber so, ja. Aber so 2-3 im Jahr habe ich richtig krass gefeiert von ihm. Ja klar, 2-3 im Jahr macht jeder YouTuber mal ein gutes Video. Nosferafo zum Beispiel. Aber Nosferafo TV macht halt auch nur 2-3 Videos im Jahr. Und die sind alle Banger. Ja, das stimmt. 100% Hitquote. Qualität vor Quantität. Ja. Ja, also haben wir noch irgendwie. Lass mal reinlesen, was der Barilla, Spaghetti, Tomatensoße noch so geschrieben hatte, worüber wir reden können. Nur mal ganz kurz überfliegen. Wo ist er denn hier? Ja, aber im Grunde. Aber wir wollen ja da nicht ganz so sehr ins Detail gehen. Aber würdest du denn eigentlich. Würdest du einen Job annehmen, der richtig, richtig fett dick bezahlt ist, den du aber nur so halb gerne machst? Vorübergehend auf jeden Fall. Zum Beispiel, wenn jetzt Julian Bam sagt,
Hier, Robin, du kannst richtig gut schneiden. Das ist ein realistisches Szenario, was du gerade entwirfst. Erzähl bitte weiter. Würdest du jetzt für ein Jahr meine Videos schneiden? Du darfst keine eigenen produzieren. Ja. Du darfst nicht vor die Kamera. Du schneidest nur mein Material und zwar ein Jahr lang. Kriegst dabei im Monat irgendwie 10.000 Euro. Würdest du es machen? Ich würde es für ein Jahr wahrscheinlich machen, ja. Mhm. Das wären dann 120.000 Euro. Wir ziehen jetzt mal keine Steuern ab, weil... Machst du auch sonst nicht. Steuerhinterziehung, ja. Ey, Fun Fact, ne? Jetzt Fun Fact. Ich bin halt weit unter irgendeinem Einkommen, was ich besteuern muss. Ja, mhm. Ich muss es halt immer angeben so und ja, angeben hier, was man einnimmt, was man ausgibt, bla. Aber hab halt trotzdem, warum auch immer, was ich wirklich immer super ernst nehme, sind nicht GEZ-Briefe, sondern Briefe vom Finanzamt. Ja. Die mache ich am Briefkasten direkt auf, ja, jedes Mal. Und denke, aus okay, Angst. Na, nicht aus Angst, sondern aus Respekt vielleicht, so, weil bei dem Zettelkram will ich nichts falsch machen, so. Und irgendwie muss da was an mir vorbeigegangen sein und dadurch, dass ich den alten PC hatte, wo dann so eine Datei ist, die du für Elster Online brauchst, um deine Steuererklärung zu machen, so ein Zertifikat, das war auf dem alten Rechner, dann habe ich es nicht mehr gesehen, dann bin ich kurz nicht rangekommen, dann hatte ich das vergessen, so. Wie dem auch sei, es hieß dann hier übrigens, sie müssen 400 Euro zahlen. Sie haben Steuererklärung 2018 nicht abgegeben und Einnahmenüberschussrechnung. Mhm. Ja. Hab dann mit Hängen und Würgen noch so ein neues Zertifikat bei Elster gedingst, was ewig nicht ankam. In letzter Sekunde kam es an und ich habe es in letzter Sekunde noch geschafft, diese 400 Euro abzuwenden. Der Fun Fact ist einfach, ich muss keine Steuern zahlen, so. Aber hätte fast 400 Euro, also der Gag mit Friedrich war dann so Steuerhinterziehung, obwohl man keine zahlen muss. So. Ja. Aber ich habe es geschafft. Ich muss nichts zahlen, das war echt hart. Das wäre echt richtig dumm gewesen. So 400 Euro, das hätte auch richtig wehgetan, Alter. Ich muss auch irgendwas nachzahlen, auch weil die mir zu viel bezahlt haben. Ich war ja ganz kurz arbeitslos gemeldet, weil ich ja von meinem alten Nebenjob zum neuen jetzigen Job quasi arbeitslos war. Ja. Und die haben mir jetzt auch zu viel bezahlt, obwohl ich von Anfang an gesagt habe, ich brauche das Geld nur für 3 Monate, danach bin ich raus. Hm. Und die haben immer noch Geld überwiesen irgendwie. Ich habe es halt nicht gesehen, dass es von denen kam. Und haben die mir jetzt auch für 6 Monate schon das Arbeitslosengeld bezahlt. Was ich jetzt zurückzahlen darf. Okay. Und schicken mir immer noch Jobangebote. Obwohl die schon lange wissen, dass ich eigentlich gar nicht mehr suche. Nett. Dass ich ja schon im Job bin. Also das ist sehr kompliziert. Da musst du sehr genau sein. Sonst ficken die dich von vorne, von hinten, von oben. Oral, anal. Ja. Überall. Ein Punkt, der bei der ganzen Sache wichtig ist, den wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, ist auch Zeit. Ich glaube, Zeit ist einfach ein wichtiger Faktor. Zeit ist sehr wertvoll. Ja. Ich habe ja mal erzählt, dass ich auch ein Casting hatte für Harry Potter, für ein Theaterstück in Hamburg, wo ich im Monat, ich darf es nicht so genau sagen, aber es war schon 5-stellig im Monat, was ich verdient hätte. Aber auch was für ein krasser Aufwand. Das hätte am Tag 2 Vorstellungen gegeben und außer montags und sonntags glaube ich nur eine und hätte nichts anderes spielen dürfen und oder können eigentlich, hätte immer das gleiche gespielt, aber für einen Haufen Geld, aber ich hätte es gemacht für 2 Jahre, weil 2 Jahre finde ich schon viel, weil eben als du ein Jahr gesagt hast, ja. Doch, ich glaube, der Vertrag war für 2 Jahre, glaube ich, gelesen zu haben. Ich hätte es gemacht, weil ich immer noch jung bin und weil das so viel Geld gewesen wäre, das hätte ich mir voll fett angespart, wovon ich richtig noch was hätte haben können. Ja. Aber sonst, wenn es halt nicht dieses Szenario gibt, du hast jetzt einmalig das, würde ich immer zu mehr Zeit und weniger Geld gehen als zu mehr Geld und weniger Zeit. Außer, wie gesagt, es ist halt so ein, mach das jetzt ein Jahr und gut ist. Aber wenn ich wirklich so langzeitmäßig drüber nachdenke, würde ich halt nie irgendwie, oh ja, geil, Mann, jetzt mache ich ja 20 Jahre das, kriege übelst viel Geld, kann am Wochenende mal irgendwo was machen, so. Aber im Grunde 5 Tage die Woche pissen mich einfach nur an. So, das würde ich halt nie machen. Macht eben auch unglücklich. Ich weiß nicht, ob ich es 10 Jahre gemacht hätte, sowas, aber prinzipiell wäre das ja etwas gewesen. 10 Jahre lang nur das gleiche Stück aufführen, Alter, das ist doch Cancer ohne Ende. Es ist, glaube ich, Cancer. Und selbst diese 2 Jahre, also meine damalige Freundin war ja auch am Theater und die meinte auch dann zu mir, Tino, mach das nicht so, du wirst unglücklich. Du spielst 2 Jahre lang die gleiche Rolle, darfst nichts anderes machen. Klar, hast du einen Haufen Geld, aber das macht dich als Künstler einfach kaputt, letztendlich. Aber ich hätte es trotzdem gemacht, glaube ich. Weil du schon kaputt bist. Weil ich kaputt bin. Lifehack. Und that's my secret, I'm always kaputt. Und weil es trotzdem auch eine Sicherheit ist irgendwie, aber ich wäre Künstler gewesen. Ich hätte jetzt nicht als
weiß ich nicht, Berater, nicht Berater, aber als Anwalt oder im Büro gearbeitet, zwei Jahre lang, hätte er auf der Bühne gestanden, zwei Jahre lang, jeden Abend, wäre gefeiert. Hätte natürlich auch ein Sprungbrett sein können. Und ein riesiges Sprungbrett. Mhm. Richtig. Ja. Und für das Geld wäre schon krass gewesen. Aber das ist halt auch so eklig, dass man, also sobald Geld die oberste Motivation ist, wird es für mich halt auch irgendwie eklig. Mhm. So. Das ist für mich eigentlich immer eine gute Betrachtung, vielleicht jetzt zum Ende, zum Fazit. Mhm. Was würdest du tun, wenn Geld keine Rolle spielen würde? So, und wenn dann für dich heißt, okay, dann würde ich auf keinen Fall diesen Job hier weitermachen, dann ist das vielleicht nicht der richtige Job für dich. Ich glaube, dass aber ist natürlich auch leicht gesagt, ne? Also, das kommt ja auch zum Hamsterrad dazu, wenn du eine Familie hast, du irgendwas versorgen musst, dich selbst versorgen willst. Diese Sicherheit darf man nicht unterschätzen. Dann nimmt man das ja auch mal eher in Kauf, was zu nehmen, was nicht 100% die Leidenschaft ist. Ich wollte es gerade sagen, man nimmt so ein bisschen auch das geringere Übel. Also viele wollen ja vielleicht auch gar nicht arbeiten eigentlich oder würden nur was mit Kunst machen, aber sie nehmen halt einen Job, der jetzt nicht schlimm ist, der aber schon ertragbar ist. Hm. Das gibt's ja auch. Das war in meinem Leben immer so, dass ich halt immer Nebenjobs gemacht habe, die ich jetzt vielleicht nicht immer so immer geil fand, obwohl ich dachte, damit kann ich leben. Und das mache ich schon irgendwie auch gerne in gewissen Zeitpunkten. Und dass es da Aufgabenbereiche gab und gibt, die mich schon interessieren. Aber ohne Geld würde ich sie vielleicht nicht machen, tatsächlich. Aber ich würde ohne Geld auf jeden Fall Schauspieler sein. Es ist ja auch gar nicht die Frage ohne Geld, sondern wenn Geld keine Rolle spielen würde. Wenn das wirklich komplett ausgeblendet ist. Dass du nicht überlegst, ja, aber ich muss doch von irgendwas leben. Ich muss doch von irgendwas meine Miete bezahlen. Ich muss doch von irgendwas essen. Dass du das alles ausblendest. Ich würde vielleicht weniger Rollen spielen, die mir angeboten werden. Die finanziell gut sind. Ich habe auch schon Drehs gehabt, die habe ich nur gemacht, weil ich halt Geld gebraucht habe. Wo mir das keinen Spaß gemacht hat. Es war jetzt auch nicht schlimm für mich, aber es war irgendwie so, ich wäre schon lieber im Bett, als jetzt früh aufzustehen und einen kranken Patienten zu spielen, irgendwie im Krankenhaus. Weil es auch nicht herausfordernd war irgendwie. Aber prinzipiell, wenn ich jetzt Milliardär wäre oder Multimilliardär, würde ich trotzdem noch schauspielen, tatsächlich. Ja. Weil ich das gerne habe, auf der Bühne zu stehen oder vor der Kamera zu stehen und was zu hinterlassen. Ja. Tatsächlich. Für mich ist das auch so meine Überlegung, dass ich nicht wirklich was anderes machen würde. Ich würde vermutlich dann eher diese ganze Reisesache mehr angehen. Weil so sage ich mir, diese zwei Wochen Japan komplett ohne alles war super geil, ja. Aber du willst jetzt nicht ein halbes Jahr Roadtrip machen, ohne irgendwie auch mal in einem ordentlichen Bett zu pennen. Und das kannst du nicht garantieren. Du kannst natürlich Schlafsack und Dings dabei haben, was ich eigentlich auch ungeil finde. Am liebsten würde ich reisen komplett ohne Rucksack, weil eigentlich schon alleine mit Rucksack laufen ist jetzt nicht so geil, aber geht, ja. Wenn du dann aber Rucksack dabei hast und Zelt und Dings, dann überlegst, okay, fahre ich dann doch lieber Fahrrad, aber Fahrrad ist auch ungeil. Trampen, kann man auch noch machen, aber dann, ja. Ne? Wie auch immer, der Punkt ist einfach... Nach Japan trampen. Ja, zum Beispiel. Am Flughafen stehen, so, ob dich ein Flugzeug... Am allergeilsten wäre es, das wäre wirklich das Allergeilste, aber das ist Utopie, ne? Ein komplett solarbetriebenes, von mir aus noch elektronisches Wohnmobil, / Tiny House... für das ich am besten keinen Führerschein brauche. Utopie, ne? Ja. Dass du halt einfach immer auch pennen kannst in einem ordentlichen Bett, aber super flexibel bist und den Scheiß auch abschließen kannst, sondern einfach ohne alle. Das wäre wahrscheinlich das Beste aus allen Welten. Dann kann ich auch mein Tiny House verlassen, ohne Rucksack und mich frei bewegen. Wie ein Schneckenhaus, ja. Aber dieses mit Rucksack durch eine Stadt laufen, finde ich echt nicht so geil. Ich will mich irgendwie frei fühlen. Ich mag Freiheit irgendwie. Eines Tages, Robin, eines Tages vielleicht. Ja, also soweit ich weiß, gibt es halt noch keine komplett solarbetriebenen, es gibt schon solarbetriebene Autos, aber erst recht keine kommerziell vertriebenen Wohnmobile. Und selbst wenn, werden die wahrscheinlich so teuer, dass ich mir nicht leisten kann. Vielleicht baue ich mir mal was, mal gucken. Du Tüftler, bist du dann in der Garage dich einsperrst? Na, so ein Ranzmobil halt, ne? Ich habe ja damals meine Skatehalle ranzig aufgebaut aus geklauten Einzelteilen. So mache ich das. Wenn es funktioniert letztendlich. Ja. Naja gut, Barilla Pesto. Ich hoffe, wir konnten das Thema so ein bisschen abgreifen für dich. Dass wir so hier links und rechts ein bisschen was. Auch nicht nur für ihn, ja. Vielleicht ist das für ihn auch gar nicht so relevant. Und er wollte uns einfach mal drüber reden hören, weil wir immer so schön den Kapitalismus reden. Klingelt das Telefon. Das ist spannend jetzt. Soll ich dran gehen? Geh mal ran. Ich gehe ran. Jetzt tut es Hallo? Das war wohl nichts.
Naja gut, hat man doch zum Ende nochmal eine kleine Spannungskurve. Wenn ihr auch so eine spannende Spannungskurve erleben wollt, dann kauft doch gerne einen Brennpunkt-Hörerwunsch. Denn wie ihr seht, wir sind arme Schlucker. Wir müssen uns durch mannigfaltige Sachen über Wasser halten, unseren Körper verkaufen. Tino hat kein sicheres Einkommen. Naja, doch jetzt vielleicht ein bisschen mit dieser AIDS-Sache. jetzt, wo AIDS hat. Ich habe kein sicheres Einkommen. Und für jeden von uns ein Zehner, na, das ist doch schon mal was. Gar nichts. So. 10 Euro Stundenlohn, das ist ein Stil. Hol dir mal irgendjemanden ran von unserem Format für 10 Euro. Ja? Das ist eigentlich gar nichts. Unterwert. Unterwert. Gut. Es ist ja auch so, dass unser Podcast ja auch Gedanken nicht abschließen soll. Ja? Wir wollen ja auch nur Denkanstöße geben und euch vielleicht zum Nachdenken anregen, euch inspirieren, beeinflussen, so ein bisschen vielleicht auch Robin beeinflusst. Ja. Und mehr machen wir eigentlich nicht. Ich muss jetzt auch langsam los. Es ist nämlich schon 10 nach. Oh ja. Ich muss die Podcasts hier noch machen, ich muss noch kacken und ich muss dann streamen. Livestream, jeden Freitag jetzt auch, ne? Montag, ich habe jetzt Freitag. Mir spontan heute nur mal. Ach so. Also, ja. Ich werde reinschauen, glaube ich. Tschüss, wollte ich damit sagen.